Ja? Ja, nee, war eine Bombenvorstellung. Ja, komme gleich. Tschö. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich aufrichtig, heute Abend hier bei Ihnen zu Gast sein zu dürfen. Aber damit das von Anfang an klar ist, Sie kennen mich nicht, ich kenne Sie nicht und wir haben nie miteinander gesprochen. Ich verrate Ihnen nämlich jetzt, bevor es losgeht, ein Top-Sekret. Oder wie unsere ehemaligen amerikanischen Freunde sagen würden, ich blow Ihnen jetzt eine Whistle. Es geht um unser Trinkwasser. Ich weiß nicht, wer dahinter steckt und ich weiß auch nicht genau, wie Sie es machen, aber dieses Trinkwasser ist verseucht, flächendeckend, mit Beruhigungsmitteln. Anders kann ich es mir einfach nicht erklären, diese unglaubliche Lethargie und abgrundtiefe Gleichgültigkeit, mit der die Menschen hier zurzeit gerade völlig apathisch im Netz rumhängen. Hören Sie mal, da müssen doch irgendwelche Drogen im Spiel sein, irgendein Teufelszeug, das die Menschen willenlos versinken lässt im Lull und Lall, das ihnen die Gehirne so lange weichspült, bis ihnen wirklich alles egal ist. Wie gesagt, ich glaube, das läuft alles übers Trinkwasser. Und über die geheimen Dienste, da werden die Menschen flächendeckend überwacht. Und wenn irgendwo ein negativer Stimmungsumschwung registriert wird, zack, wird die Dosis erhöht. Deshalb regt sich auch keiner mehr auf über die täglichen Horrormeldungen über den Abhörskandal. Sagt der Arzt zum Patienten, ich muss Sie abhören. Sagt der Patient, reicht mein Passwort oder brauchen Sie meine E-Mail-Adresse? Ja, außerdem der... Es ist doch so, wer nichts zu verbergen hat, der braucht auch keinen Datenschutz. Außerdem hört doch sowieso jeder jeden ab. Die Amerikaner hören die Deutschen ab, die Briten hören die Amerikaner ab, wie sie die Deutschen abhören. Die Russen hören die Briten ab, wie sie die Amerikaner abhören, wie sie die Deutschen abhören. Und dann sind da noch die Chinesen, die hören sowieso alles. Die einzigen, die überhaupt nichts hören, sind die Deutschen. Aber Hauptsache, Sie können Ihre dämlichen Scherze machen. Oder wollen Sie ja ernsthaft abstreiten, dass Sie noch vor kurzem diesen Witz erzählt haben, wo der neue Papst eine Schiffstour auf dem Tiber macht. Das Schiff kriegt einen Motorschaden und die Gläubigen am Ufer rufen begeistert, der Papst treibt ab, der Papst treibt ab. Ja, haben Sie den Witz schon mal mit einem Ayatollah erzählt? Und apropos Ayatollah, wer hat denn seinerzeit behauptet, der Islam gehöre zu Deutschland? Das war doch ein Mann, der nicht einmal wusste, wem im Hotel die Bettwäsche gehört. Und wo wir gerade dabei sind, wann haben Sie eigentlich das letzte Mal eine Freikarte für Bayer Leverkusen bekommen? Oder eine Einladung zu einer prominenten Verköstigung? Oder sonst irgendein Vorteil mit Geldwert? Und bevor ich jetzt hier zum Veranstalter gehe, mir meinen Eintritt zurückhole, hätte ich allerdings noch ein paar Fragen. Macht die Merkel jetzt den Gabriel zum Schlittenkopiloten oder braucht sie doch nur wieder einen nützlichen Idioten? Geht's den Berg jetzt weiter rauf oder geht es steil bergab? Oder macht der morsche Schlitten schon auf halber Strecke schlapp? Kommt am Ende nur Beton aus der großen Mischmaschine? Gibt es nur noch kalten Kaffee in der Bundestagskantine? Ist da irgendwo noch irgendwer an all dem interessiert? Oder bleibt doch nur die Hoffnung, dass nichts Schlimmeres passiert? Fällt der Pegel oder fällt ein Soldat? Ist das umsonst oder zahlt das der Staat? Hat der Hunger oder ist der schon tot? Wer überhaupt hat das Klima bedroht? Ist das jetzt Kunst oder kann das weg? Schießen die scharf oder schießen die Schreck? Platzt ein Traum oder platzt nur ein Scheck? Gibt's überhaupt einen Sinn ohne Zweck? Zweck oder Schreck? Scheck oder weg? Oder ist es am Ende doch nur der gewöhnliche Dreck, der rund um die Uhr den Gestank produziert, der zu Brechreiz, Attacken und Atemnot führt? Ja, ich weiß es doch auch nicht, wie sollte ich auch? Ich hab schon so viele Löcher im Bauch, doch auch wenn ich nicht weiß, weshalb und warum, ich verspreche hochheilig, ich kümmere mich drum. Ich sage Ihnen gleich, ich kann mich nicht um alles kümmern. Ich habe nämlich ein Burn-Over-Syndrom.
Ja. Ich bin zuweilen einfach überfordert. Es gibt Phänomene da draußen in der Welt, die kriege ich einfach nicht in die Birne. Da habe ich so eine Art unfreiwillige Selbstkontrolle im Gehirn, wie so einen Türsteher in der Disco. Du kommst hier nicht rein. So einer wie Volker Kauder, der hat bei mir ab sofort lebenslang Hausverbot in der Oberstube. Volker Kauder, der Fraktionsstrippenzieher der CDU aus Rottweil-Tuttlingen. Also mehr Rottweiler als Tuttlinger. Wie der am Abend der Bundestagswahl vor laufenden Kameras im Konrad-Adenauer-Haus auf der Bühne plötzlich die Toten Hosen runter.